So, danke. So, Walter, wie geht's, altes Haus? Irgendwie habe ich Schiss, aber ich bin gespannt, was die TM-Schockwelle ist. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Oh mein Gott, wie kannst du nur? Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden. Die sind auch nicht schwer zu finden, Walter. Ja, es ist wirklich amüsant. Ach, dann ist es nun an mir, dem Arenaleiter von Malvo City, dich unter Spannung zu setzen. Mein Nachname heißt nur Low. Also wird er mich jetzt high setzen. Eieiei, wünscht mir Glück. Level 20 Volt überall, Alter. Mudkip, Itzki, los, Lehmschuss. Lachsrauch wirkt. Ich habe 3 Heil-Items zur Verfügung. Stimmt, Walzer konnten die Volteball auch. Ich habe vergessen, wem den EP-Teiler zu geben. Fritzeblitz. Lehmschuss, go! Alter. Dass ich wirklich hier auf der Route einen Hydropi bekommen habe, hat mir gerade die ganze Arena so einfach gemacht. Magneton. Ja, jetzt kommt Magneton schon. Eieiei. Ach nee, Voltenso ist ja Signature, also ja. Ultraschall, da ist es. Lachsrauch OP! Alter, Lachsrauch ist so OP. Lachsrauch hat Walze jetzt verhindert und Ultraschall. Alter Schwede. Ja, nochmal 2 Angriff, 3 HP mehr. Easy. Okay, Leute, was soll für Lehmsula? Was war das? Genau. Soll was für Lehmsula verlernt werden? Alter, kommst du mir nur so vor oder lernst du schon ein bisschen kein Lehmsula? Nee, alle nee. Ihr seid gut zu Mudkip. Ihr seid das Beste zu meinem Pfaffklaus. Ihr seid ja fast schon so wie... Hey, Pfaffklaus. Pfaffklaus ist ausgenommen. Immer nur das Beste reinschieben. Ich hoffe, das macht ihr auch, falls ich einen Shiny finde. Lehmschuss. Bitte triff. Ja. So, One Hit. Crit. Oh, Itzki MVP. Itzki MVP. Ja. Holy shit. Mudkip. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen Orden. Easy. Itzki High, boring Arena. Ja, die war echt... Hey, das kann mit der nächsten Arena auch passieren. One-Hit-Wonder, Mudkip. Ja, ist ja jetzt memorabel, aber kommt auch selber hinaus. Zertrümmerer kann ich außerhalb verwenden. Ja, das skippe ich jetzt mal. TM34, Schockwelle. Aber was wird es für uns sein? Na? Ich hoffe, besser als TM-Rutenschlag. Kann es ja schon nicht. Schlimmer kann es ja nicht sein, oder? War das jetzt gerade Regentanz? Hätte ich meinen Loturzel noch, falls es überhaupt Wassertempo gehabt hat. Oder Regengenuss. Ja, schön, du hättest von mir aus Sonntag sein können, dann hätte ich dich wenigstens benutzen können. Warum kriege ich so scheiß TMs und warum kann ich so scheiß TMs nur kaufen? Ah. So, wisst ihr was? Keine neuen Leichen in Walters Garten. Ja. Wer weiß, vielleicht kriegst du ja welche. Da ich gerade darauf plädiere, dass da oben an der Kreuzung eine Route ist. Mache ich das wieder mit Reiji und Atsushi und guck mal, ob jetzt hier was kommt. Und das kommt dann auch gleich in unser Team. Und du brauchst jetzt ein Item, nämlich den EP-Teiler. Mal gucken, ob wir unser Team jetzt umstrukturieren oder das so lassen. So, Zertrümmerer Nummer 1.
Was haben wir? Ich hätte es sowieso nicht vermeiden können. Nehme ich! Kommt auch instant ins Team, auch wenn wir zwei Wasser-Pokémon haben. Nehme ich! Jetzt darf ich es nur nicht vergiften an für sich. Oh, holy, es war ein Crit. No, es ist vergiftet. No! Jetzt muss ich es nur rechtzeitig fangen. Eieieiei. Tötet mich nicht, wenn ich es nicht fangen kann, okay? Superball, komm. Ich bin so... Ich habe drei Starter, Jungs. Drei! Bitte bleib drin. Bitte. Nein, fang nicht an wie Hydropi. Wackel nicht dreimal und... Ah! Und brich dann aus. Ich drücke B. Ich habe noch zwei Versuche. Ich wollte gerade sagen, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe noch zwei Versuche. Du bist tot, wenn es stirbt. Ja, bin ich auch innerlich. Komm schon. Kann ich manipulieren? No, ich habe noch einen Versuch. Warum musste das ein Crit mit Gift sein? No, please. Please. Afka. Nein! Oh. Atsushi? Das war jetzt nicht nice. Ich bin auch raus. Das war ein fucking Kanimani. Oh, bin ich da gerade zufällig an dem Trainer vorbei? Ich will an dir vorbei. Hallo. Danke. Ja, neue Route, okay. Was kommt ins Team? Ja, dann komm her und bring mich um. Gnees! Das erinnert mich gerade leider traurigerweise an meine schwarz-weiß Soul-Link. Dazu erzähle ich euch jetzt eine lustige Geschichte. Die kommt irgendwann. Irgendwann lade ich die hoch. Nehme ich nämlich mit einem Kollegen vorne rein auf. Und zwar habe ich als Starter einen Kiesling und auf die erste Route gehe ich und habe einen Knilz. Aus Interesse, was hätte ich noch fangen können? War Dribi. Und Knilz war der Rare Encounter. Oh, what? Pascal, was hast du da gemacht? Was hast du geschrieben? Kann das einer nochmal sagen? Das habe ich jetzt gerade nicht bekommen. Nicht mitbekommen. Pascal, no! Viele Pfeile. Ach so. Ja gut. Das Doofe ist, ich habe an sich nichts zum Schwächen, ne? Außer Blanas. Nein! Och. Ich dachte gerade, ich hätte den Fehler gemacht, in eine Gruppe zu wechseln, in die ich nicht hätte wechseln dürfen. Aber das war ja nicht der Fall. Chat knilzt, Gift, tot. Mann, Kanimani. Ja gut, jetzt haben wir. Jetzt dürft ihr euch eine Idol, einen Namen für den für die Idol-Gruppe ja, nennen. Wir haben Knilz, für den wir auch noch, oder für die wir auch noch einen Namen brauchen. Warte, wir haben Knilz. Das ist wieder die falsche Seite. Knilz, Zickzacks und Mudkip. Welche Route auch immer das hier nochmal war, das muss ich gleich nachgucken. Knilz. Und dann einmal für die drei eine Idol-Gruppe-Name. Kiria. Kann man machen. Es ernährt sich am liebsten von feuchter, verrotteter Walderde. Das klingt schon mal lecker. Wenn du nach einem Regengenuss in den Wald gehst, kannst du viele Knilz auf Komposterde finden. Oder Knolle. Nee, die Namen sind hier immer quasi nach Idols benannt, weil wir ja auch eine Idol-Log quasi so gesehen spielen. Also, wenn ein Name, dann ein Name von einem Idol.
Ich hätte da auch welche, aber ich glaube, Kiria war jetzt von Fire Emblem. Und da aber Atsushi ja auch Fire Emblem ist, würde ich sagen, bleiben wir einfach mal bei Kiria. Gruppenname darf jemand anderes machen. Almost Perfect. Wegen C. Ja, das ist ein geiler Name. Wenn du theoretisch, Ole, übersetzt das mal in Japanisch. Mal gucken, ob was Besseres rauskommt. Warte mal. Kiria. Richtig geschrieben, richtig geschrieben. Ich guck nochmal ganz genau hin, ja. Ich muss mir jetzt leider die Fähigkeit angucken. So, Knilz. Dann habe ich ja wieder was, was ich nehmen kann. Und einen EP-Talle, den ich wieder geben kann. Ich bin immer noch dafür, dass es einfach... Ey! Potenziell das beste Team, wenn ich etwas finde, was sich Shiny nennt. Sporen wird, ja gut, schade. Aber wobei, kannst du in der Gen eigentlich schon... Nee, Aufheber gab es noch nicht. Ja, dann nur Sporen wird. Die Standard-Moves. So, was trägst du? Seegesang, das werde ich dir wieder wegnehmen. So. Ja, ich denke, das andere Team hatte Haruhi Papinella, Bisa Knosp und... Ja, wobei, wenn ich ein Shiny finde, werde ich, glaube ich, eher Papinella rauswechseln, weil Bisa Knosp kann mir für die letzte Arena und die ganzen Wasserrouten und Top 4 noch ein bisschen helfen, inklusive Siegestraße. Und, was war das andere? Papinella... Und, Dingsbums. Kento, ja gut, Kento nicht so, aber muss man halt mal gucken. Aber ich glaube, mit diesem Team mache ich weiter. Lili werde ich dann auch weiter leveln mit Kiria, mit dem EP-Teiler. Es sei denn, es kommt irgendwo mal, wo Naturkraft zu einem Angriff wird. Atsushi, okay, für die nächste Arena. Reiji auch, aber ich glaube, das wird wieder Madcap Solo Run. Hobo Kantbiki. Hobo. Ah, ich guck mal, ob ich das Wort fast finde. Weil das weiß ich gerade selbst nicht so ganz im Kopf. Ist hier das Wort fast drin? Fast. Rotondo. Ich weiß jetzt nicht, ob Hodo eine Abkürzung wäre. Google kann man nicht trauen, ja. Aber Kanpeki wusste ich für perfekt, aber... Nennen wir es einfach Rotondo Kanpeki? Ich meine, Knilz ist ein super geiles Pokémon, mit Karpels nachher noch mega geil. Ich habe eine fucking... Sumpix nachher. Und ich habe dich und du gibst mir noch gute Items, ne? Besser kannst du kaum noch laufen. Okay. Das heißt, jetzt können wir zurückgehen und den ganzen Trainer kloppen. Auf die Sandroute komme ich noch nicht, ne? Dazu muss ich erstmal die Arena besiegt haben. So. Du hast einen Sandan. Eieiei. Doppelkick? Ich denke mal, um 19 Uhr wird. Oh Gott. Werde ich dann auch mal wieder eine Essenspause einlegen für eine Viertelstunde vielleicht? Oder 20 Minuten? Oh, Giftstachel kann er. Verstanden, habe ich auch damals nicht verstanden, warum Sandan Giftstachel kann. And then they all died. Craw, beschwör jetzt nichts drauf, okay? Vorgenommen, wenn wir rausfinden sollten, dass das eine Misstranslation war, ja. Und sie starben. So, mit diesem Team geht's ab in die feurige Arena. Oder erstmal gegen Team Aqua und Team Plasma. Ich glaube, ich gehe ins Pokémon Center und mache dann den Doppelkampf. Oder? Blanus wird hier nicht viel machen können. Aber nee, ich kann noch nicht in die Wüstenroute. Das bedeutet, dort kann ich mir auch noch nichts fangen. Und das Fossil zählt als
geschenkter Encounter. Das ist auch sehr nice. Das heißt, ich habe da oben zwei Pokémon. Wo kann man nochmal Fossile wiederbeleben? Wo waren das? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Das weiß ich auch gerade nicht mehr. Viel zu lang her. Aber erst nachdem sie zur besten Idolgruppe wurden. Ja. Aqua und Plasma. Wer kennt sie nicht? Ja. Ich muss sagen, Plasma, die Idee dahinter war das beste Team. Nur die Umsetzung von Team Plasma war so strohdumm. Und Plasma hat das beste Theme, wie ich finde, auch. Metaross. Ah, ja. Bei diesem Labor, ne? Da, wo dieser komische Devon-Typ drin war. Oh, das war ein süßer Walzer-Crit. Champion Crystal. Wie viele wurden eigentlich als Champion gerenamed? Das heißt, ich bin Champion. Haha, ihr könnt mich mal. Ach. Komm, gehen wir erst ins Center, nachdem wir das hier gemacht haben. Wir haben ja genug Supertränke bekommen. Also ein paar Supertränke umsonst bekommen. Also warum darf ich nicht auch welche benutzen? Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo die sind. Da. So, Lilly werde ich nicht benutzen. Und denkt dran, der Wunderturm ist auch ein eigener Encounter. Wunderturm. Was war nochmal der Wunderturm? Wunderturm? Da bin ich gerade selbst überfragt. Ah, Moment mal, ist das mit Rayquaza? Ah, wo ich das Fossil. Ja, die Wüste. Ach, der Wunderturm auch noch. Ah, okay. Ich glaube, Magnetilo sollte zuerst sterben. Hey, ich habe ja Blubstrahl jetzt. Ja, Atsushi hätte definitiv 2 bis 3, je nachdem, wie viel er gecrittet hat, für ein Magneton gebraucht. Also, wow. Itsuki war so geil. So, 3 KP, 2 Verteidigung. Megasauger. Was soll Kiria für Megasauger verlieren? Was ist gut, Leute? Ich bin ein Idol, das keine Ahnung hat, also sag mir, was verlernt werden soll. Na, Raydude ist im Himmelturm. Ja, meine ich ja. Raydude. Aber als eigener Encounter quasi. Ich glaube, ich werde es auch so machen, dass jeder entweder, wenn ich es nicht fangen kann, werde ich die Legis besiegen. Aber ich werde die Legis, egal wo sie auftauchen, als eigener Ort zählen und die fangen. Einfach nur, weil es sowieso geil ist, weil es sind Random Encounter. Random Encounter. Also gerandomized Legendaries, so meine ich das. Ich werde wahrscheinlich auch offscreen nochmal den Sound bearbeiten. Von Follower Sound. Der war letztes Mal. Absorber hat mehr gemacht. Absorber kommt weg. Ich glaube, es ist sogar die bessere Wahl, weil Megasauger ist stärker und die anderen Attacken kann man noch sehr gut zum Fangen benutzen, unter anderem. Wupp, wupp. Wie das gerade so nicht vernichtet hat. Befinden sich Atsushi und Reiji im Speed-Tie? What? Das muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Das muss ich jetzt echt mal... Nein, ich will kein Interview geben. Danke. Nein. Immer noch nicht. Seid ihr wirklich im Speed-Tie? Nein, warum? Ach, die Init wurde gesenkt durch irgendwas, ne? Ja, wundert mich doch gerade. Nein, bitte komm nicht, 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 bitte komm. Ach, danke. Ach ja, wir haben ja noch etwas anderes zu tun. Deswegen speede ich mal gerade wieder kurz. Wir müssen ja hier noch den Tunnel dingsen. Darüber bin ich überglücklich. Ich gebe dir die VM. VM Stärke war das, oder?
Ja. Tschüss Kopfnuss, würde ich sagen. Kannst zwar flinchen, aber VM-Opfer pur. Rein theoretisch müsstest du den Interview abgeben. Ja, weil es ein Idol-Lock ist. Aber dazu bin ich jetzt noch zu arrogant. Ich habe noch keinen Trainer gefunden, der mich aus der Arroganz rausgebracht hat. Von daher... Warum gehe ich jetzt schon wieder hier rein? So, speede ich mich erstmal wieder hoch. Und ey, wehe. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, danke. Ah. So. Der Sandsturm ist zu stark. No. Perfekt stehen geblieben. Oh, du hast wieder ein Item. Was hast denn du? Noch ein Supertrank. Du bist mein Supertrank-Lieferant. Endlich VM-Schwäche. Ich weiß nicht, ob ich wem das jetzt schon beibringen soll, aber 80er Stärke. Kopfnuss hat, glaube ich, 70er, aber kann flinchen. Und noch ist es ja nicht klar, ob ich Kento mit reinnehme, wobei es ist ein guter Normalstep. Ich glaube, ich würde sowieso beiden erlernen, also. Also, why not? Aber da ich schlau bin, verlerne ich Lehmsula. Die Steine werden ein Mahnmal. Ja, genau. Wenn ich da irgendwann vorbeigehe und Kanimane nochmal kommt, dann bin ich getriggert. Walter vs. Krebskorb mit Erdbeben beginnt. GG. Ich wünsche dir viel Glück. Ah, aus Interesse muss ich dann gleich nur noch mal im Gras rumlaufen, mit dem, was ich sonst noch hätte bekommen können. Ich denke, ich mache jetzt noch die beiden Trainer. Guck da noch mal ein bisschen im Gras rum und dann würde ich sagen, machen wir so eine 20-minütige Essenspause. Ich muss mir erstmal was zu essen machen, neuen Tee machen. Alles Mögliche. Und ja, Naturkraft wird zur Sternschauer. Ach, ich kann Blanas hier wieder benutzen. Ja, schön. Dann stelle ich Blanas gleich wieder nach vorne. Weil Blanas braucht Erfahrungspunkte. Ich meine, Tengulis ist auch geil, aber ich brauche einen Blattstein erstmal. Aber hey, du hast immer einen Krebskorps. Und weißt du was? Ich habe, also ich kann so viel schon sagen. Ich habe ja in der Souling jetzt auch noch einen Krebutak gehabt mit harten Wesen und ein Walband. Aber ich durfte es nicht benutzen, weil der Partner gestorben ist. Und deswegen ist die ganze Souling erstmal am Arsch gewesen. Wie lange ich nach dem Essen noch weitermache? Keine Ahnung. 22 Uhr mindestens, wenn nicht 23 Uhr mindestens. Also ich mache noch ein bisschen. Also bis ich beim 5. Orden angekommen bin, denke ich auf jeden Fall. So, und ich denke mal, ein Schnabel wird mich nicht töten und ich denke, ich bin schneller. Danke. Nice. Ja, bin ich auch für. Ich habe extra alles schnell gerendert und alles hochgeladen, damit sie rein theoretisch jeder, der hier war, jetzt alles verpasste, weiß. Und damit ich weitermachen kann. So, ich habe irgendwie, seitdem ich mit meinem Partner Lorne jetzt auch noch eine Souling angefangen habe, ey, ich bin so im Pokémon Randomizer Fever. Ich will nur noch Pokémon Randomizer zocken. Holy shit. Hatte ich auch noch nie. Und ich werde jede Gen auch einmal durchgehen. Mit irgendeiner Art von anderen Challenge wahrscheinlich. Sternschauer ist noch physisch. Bis zum 5. Orden. Mach mal hinne, da kommt noch einiges. Ja. Ich darf die vergessen, ich muss auch noch ein bisschen leveln zwischendurch. Kommt jetzt noch das mit Magma und so weiter und dann werde ich von hier nach dorthin gehen. So. Ein paar okaye Werte. Kiria erreicht Level 17. Kein Init, leider langsam wie sonst was. Ich mach's mit Emulator. Ich habe keine Capture Card. Ich hätte gerne eine. Dann würde ich nämlich auch schön Pokémon Battles machen. So, was hätte ich hier noch bekommen können, außer Knilz? Schon mal ein Knilz. Noch ein Knilz. Noch ein... Gibt's hier echt nur Knilz? Ah, wollte Balkanboom, aber Bisaknoss tankt. Das ist sehr nice. Alter, hier gab's doch nur mehr als nur Macholo oder so. Okay, ich bin glücklich. Ach, hier im Gras wird's zu...
Okay. Ich kann hier wirklich nur Hut oder Knilz haben. Ja, dann bin ich froh, dass ich Knilz bekommen habe. Ist genauso wie mit Vadribi. Aber gut. Okay.